D&D, Skyrim, The Witcher. Alle drei sowie die meisten ihrer Artverwandten haben eines gemeinsam. Ihre Rüstungen sind Unsinn. Gut, das wird die meisten von euch wahrscheinlich nicht mehr groß schockieren, aber ich möchte in dem heutigen Video auch nicht nur meckern. Ich möchte einen Vorschlag zur Güte machen. Das typische Fantasy-Rüstungssystem kennt drei Rüstungsklassen. Leicht, mittelschwer und schwer. Um diese Systeme nicht komplett auszuhebeln, aber trotzdem ein weniger historischer zu gestalten, möchte ich heute die Rüstungen des 13. Jahrhunderts in dieses dreigeteilte System eingliedern. Da hierbei die für das Fantasy so typische Rüstungsvielfalt ein wenig leiden wird, habe ich am Ende des Videos auch noch ein paar Ideen, wie wir diese historischen Rüstungen ein wenig mehr ausdifferenzieren könnten. Bleibt also gespannt. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Disclaimer. Ich selbst bin kein historischer Darsteller und habe noch nie selbst eine Rüstung getragen. Und außer einem Eisenhut habe ich bisher auch noch keine Helme tragen können. Daher treffe ich in diesem Video vor allem theoretische Überlegungen, die ich aber versucht habe, mit Berichten aus der Reenactor-Szene abzugleichen. Wer von euch Erfahrungen mit dem Tragen von mittelalterlichen Rüstungen hat, kann uns sehr gerne in den Kommentaren daran teilhaben lassen. Nun erörtern wir aber erst einmal, warum Fantasy-Rüstungen aus historischer Sicht eigentlich unsinnig sind. Die Basis von Fantasy-Rüstungen und ihrer typischen Dreiteilung bilden falsche Grundannahmen. Dabei besteht das System nicht immer direkt aus einer Dreiteilung. Manchmal sind es auch nur zwei Rüstungsklassen, wie in Skyrim, oder es gibt eine Vierteilung, wie in DSA, mit seinen vier Belastungsstufen für Rüstungen. Dahinter steckt jedoch immer die gleiche Überlegung und die ist so leider unhistorisch. Im Fantasy hält sich immer noch die Vorstellung, dass eine Rüstung, die den bestmöglichen Schutz bietet, Tragende maximal einschränkt, während es Rüstungen gibt, die gar nicht einschränken, dafür aber viel weniger Schutz bieten. Im Endeffekt ist jedoch jede Form von Rüstung eine Belastung, selbst wenn sie leicht ist. Wir tragen trotzdem mehr Gewicht, als wenn wir keine Rüstung anhätten, und außerdem kann so eine Rüstung auch mal dicker werden, was die Bewegungsfreiheit einschränken kann. Der Kompromiss im Fantasy ist meist der aus Schutz und Beweglichkeit. Dabei müssen alle Kämpfenden auf dem Schlachtfeld beweglich sein. Selbst ein Ritter kämpfte nicht die ganze Zeit über auf dem Rücken seines Pferdes. Das Pferd konnte verletzt werden oder sogar sterben und dann musste der Ritter zu Fuß weiterkämpfen. In den Rosenkriegen kämpften die Ritter überhaupt nicht auf Pferden, sondern ritten darauf nur zur Schlacht und stiegen fürs Kämpfen dann ab. Manche Ritter besorgten sich deshalb schon gar keine Schlachtrösser mehr und erschienen auf Packpferden zur Schlacht. In der Geschichte war es eher so, dass die perfekte Rüstung die optimale Kombination aus bester Bewegungsfreiheit bei höchstmöglichem Schutz bot. Wenn andere Teile des Heeres dann leichter gerüstet waren, waren sie das im Mittelalter vor allem nicht, weil sie beweglicher sein mussten, sondern weil sie sich diese perfekte Rüstung nicht leisten konnten. Hier stand dann ein anderer Kompromiss im Vordergrund, der aus Geld und Schutz. Die Frage war, wie viel Schutz kann und wie viel Schutz muss ich mir leisten? Ich will natürlich nicht die leichte Reiterei unterschlagen, die es ja auch im Mittelalter in Form von angeheuerten Söldnern gab. Rudolf, der erste Habsburger König, hat für die Schlacht auf dem Marchfeld ungarische Ritter angeheuert. Der Autor der Annalen aus dem Domstift St. Rupert in Salzburg beschrieb diese als in armis levibus, also als leicht bewaffnet oder als leicht gerüstet. Allerdings wissen wir auch nicht, was mit leicht gemeint ist. Im Vergleich zu einem europäischen Ritter aus dem Jahr 1278 wäre ja auch eine 15 bis 20 Kilogramm schwere Rüstung leicht. Es gibt Bildquellen, die zeigen solche Reitervölker in bloßer Kleidung, ganz ohne Rüstung. Auf der anderen Seite zeigen Fundstücke, dass auch eiserne Schuppen- und Lamellenrüstungen getragen wurden. Außerdem waren diese Reiter ja auch für ganz andere Situationen gerüstet. Sie kannten eine ganz andere Kriegsrealität als die europäischen Ritter und hatten ihre Ausrüstung über Jahre daran angepasst. Auf dem europäischen Schlachtfeld gehörten diese Reiter nicht zur Normalität und können daher auch nicht als Standardfall herhalten. Was ihr aus dieser leichten Reiterei macht, könnt ihr also gern für euch entscheiden. Dazu kommt noch, dass Rüstungen ja nicht einfach im luftleeren Raum existieren. Sie sind immer eine Reaktion auf sich entwickelnde Waffen oder Kriegswesen, während ein sich entwickelndes Kriegswesen oder eine sich entwickelnde Waffe wiederum eine Reaktion auf eine neue Rüstungsart war. Im Fantasy existieren meist sämtliche Waffen wild durcheinander gemixt gleichzeitig. Das ist nicht wirklich historisch. In der Geschichte war es zum Beispiel so, dass Ritter zunächst Nasalhelme trugen, weil sie die perfekte Kombination aus Schutz und freier Sicht boten. Als neue Technologien dann jedoch den Rittern ermöglichten, sicherer zu reiten und die Lanze zielgerichteter zu nutzen, bot der Nasalhelm plötzlich nicht mehr genug Schutz, weil das Gesicht nun weitaus gefährdeter für Treffer war. Also musste eine neue Helmform her,
und der Topfhelm entstand. Dafür konnte man aber jetzt den Schild verkleinern, weil der nicht mehr über das Gesicht gehalten werden musste. Im Fantasy hingegen werden sämtliche Rüstungen aus verschiedensten Epochen und Regionen der Erde in einen Topf geworfen und wild kombiniert. So existieren zum Beispiel Schuppenpanzer neben Vollharnischen. Dennoch könnte es einen Kompromiss geben, mit dem wir die dreigeteilte Rüstungsklassifizierung behalten und dennoch historischere Rüstung verwenden können. Bevor wir das jedoch machen, möchte ich noch auf einige typische Fantasy-Rüstungen eingehen. Ich möchte euch gern ein paar der üblichen Verdächtigen aus dem Fantasy vorstellen, um zu zeigen, wie durcheinander gewürfelt die Rüstungsvielfalt tatsächlich ist. Angefangen bei den leichten Rüstungen beginnen wir mit dem Klassiker, der Lederrüstung. Ich will in diesem Video gar nicht mal sagen, dass Lederrüstungen unsinnig sind. Es gibt Befunde, die zeigen, dass Leder ein Material war, aus dem Rüstungen gefertigt wurden, aber zum einen nicht so, wie es im Fantasy dargestellt wird und zum anderen auch eher weniger im mittelalterlichen Europa. In Ägypten und asiatischen Regionen gibt es Lamellen- und Schuppenrüstungen aus Leder. Im Fantasy sind Lederrüstungen jedoch nicht aus vielen kleinen Einzelstücken gefertigt, sondern vollständige Panzer. Moderne Tests zeigen, dass Lederpanzer aus mehreren miteinander verklebten Schichten aus gekochtem Leder durchaus eine Schutzwirkung haben können. Allerdings müssen wir uns bei diesen Exemplaren fragen, wie beweglich man darin noch ist. Gekochtes Leder wird nämlich ziemlich starr. Für das mittelalterliche Europa und wohl auch für die römische Antike, aus der ja ebenfalls einige Rüstungen aus dem Fantasy stammen, kann man recht sicher sagen, Leder war eigentlich nur Trägermaterial. Es gibt Befunde von sehr spätmittelalterlichen ledernen Unterarmschützern, die sich auch in Schriftquellen vereinzelt finden, aber ob diese als alleinige Rüstung gedacht waren, geht aus den Befunden nicht hervor und ist anhand der Schriftquellen anzuzweifeln. Außerdem haben wir es hier immer noch lediglich mit Unterarmrüstung und nicht mit ganzen Brustharnischen aus Leder zu tun. Lederrüstungen, wie sie häufig im Fantasy dargestellt werden, gehören also eher in den Bereich der Fiktion. Ähnlich verhält es sich mit der nächsten Stufe der leichten Rüstung, der vernieteten Lederrüstung. Ich kann mir durchaus denken, woher die Vorstellung von vernieteter Rüstung kommt. Abbildungen und Fundstücke von Lendnern und Brigandinen sind vernietet. Das sind sie allerdings nicht, nur damit eben Nieten dran sind. Diese Nieten haben einen Zweck. Sie befestigen nämlich kleine oder größere Eisenplatten an der Innenseite des Textilträgers. Im Fantasy hingegen sind Nieten teilweise wahllos auf den Rüstungen verteilt. Ich meine, ja, auch ich finde, dass viele davon echt schick aussehen, aber das macht die Rüstungen leider auch nicht historischer. Es gibt so viele Beispiele für ästhetische Rüstungen, vor allem wenn wir uns die Prunkharnische der Spätgotik des 15. Jahrhunderts anschauen. Aber auch für frühere Abschnitte des Mittelalters gibt es Beispiele für Rüstungen, die nicht nur schick, sondern auch exotisch aussehen. Bei den mittelschweren Rüstungen ist der Schuppenpanzer ein echter Klassiker. Dabei handelt es sich auf jeden Fall um historische Rüstungen. Die römische Lorica Squamata oder der byzantinische Klibanion waren Schuppenpanzer, bei denen auf eine Art knielanges, kurzärmliches Hemd aus einem organischen Trägermaterial, meist Leinen oder Leder, viele kleine überlappende Eisenschuppen angebracht wurden. Und tatsächlich könnte man auch darüber spekulieren, ob im europäischen Mittelalter Schuppenpanzer existierten, zumindest könnte man manche Darstellungen in diese Richtung interpretieren. Leichter als ein Ringpanzer oder ein Vollharnisch dürfte er auch sein, doch ob er wirklich mehr Bewegungsfreiheit als eine der beiden Rüstungen bietet, bezweifle ich. Die vielen überlappenden Eisenstücke sind nämlich weitaus starrer als ineinander geflochtene Ringe. Damit stünden sich dann Gewicht und Bewegungsfreiheit gegenüber. Was am Ende mehr belastet, fällt mir schwer zu beurteilen. Ihr könnt eure Gedanken ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Zu den Klassikern der schweren Rüstung gehört auf jeden Fall der Schienenpanzer. Wir haben es auch hier mit einer echten Rüstung zu tun. Die römische Lorica Segmentata war ein solcher Schienenpanzer. Das aus mehreren überlappenden Eisenblechen bestehende Rüstungsteil bedeckte für gewöhnlich den Torso und die Schultern. Es könnte also durchaus schwerer als ein Schuppenpanzer sein, aber bot er auch mehr Schutz? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Fest steht auf jeden Fall, dass diese Art von Rüstung sich nicht bis ins Mittelalter gehalten hat. Die Lorica Squamata überlebte in Byzanz in Form des Klibanion und die Lorica Hamata, also das Ringpanzerhemd, überlebte in Byzanz in Form des Lorikion und auch im Rest Europas als vollständiger Ringpanzer. Das kann natürlich viele Gründe haben, ich will damit nicht sagen, der Schienenpanzer sei eine schlechte Rüstung gewesen. Aber im Vergleich zu den anderen römischen Rüstungen hat er sich halt nicht bis ins Mittelalter erhalten und kommt auch in der frühen Neuzeit dann nicht mehr zum Einsatz. Mein Liebling unter den schweren Rüstungen im Fantasy ist der Ringpanzer. Nein, dabei geht es jetzt nicht um den echten Ringpanzer, sondern um eine Rüstung, bei der in ein organisches Trägermaterial dicke Eisenringe eingenäht worden sind.
Die Idee stammt aus dem 19. Jahrhundert, als man verschiedene Bildquellen auf eine etwas kreative Art interpretiert hat. Heute ist man sich weitgehend einig, dass solch eine Art von Panzerung nie getragen wurde. Die Rüstung wäre im Mittelalter auch ziemlich unsinnig. Im Hochmittelalter werden die Schwerter spitzer, im 13. Jahrhundert kommt das Bohrschwert bzw. das Estoc auf, welches ausschließlich für den Stich geeignet ist, und die am weitesten verbreitete Waffe ist auch nach wie vor die Lanze. Von Bögen und Armbrüsten brauchen wir gar nicht erst sprechen. Während dicke Eisenringe gegen Hiebe vielleicht noch nützen mögen, sind die großen Löcher gegen die häufigsten Waffen der Epoche komplett nutzlos. Und natürlich darf bei der schweren Rüstung der Plattenharnisch nicht fehlen. Im Fantasy macht die Plattenrüstung Tragende träge. Sie können sich kaum bewegen und sind sofort außer Puste. Dabei ist das bei historischen Vollharnischen gar nicht so. Der Vollharnisch ist nicht so schwer, wie viele gern denken, und er schränkt auch nicht derart ein, dass man sich darin ohne Pferd kaum bewegen könnte. Zum Vergleich, ein leichter Vollharnisch wiegt so um die 25 Kilogramm, mit leichter Tendenz nach oben. Ein sehr, sehr schwerer Vollharnisch wiegt maximal 35, eher 30 Kilo. Moderne SoldatInnen und Feuerwehrleute tragen ebenfalls ungefähr 30 Kilo an Ausrüstung. Die Plattenrüstung hat jedoch einen entscheidenden Vorteil. Sie verteilt das Gewicht gleichmäßig auf dem Körper, während SoldatInnen oder Feuerwehrleute einseitig belastet werden. Auch wenn es in Medien nicht so dargestellt wird, der Vollharnisch stellt das Optimum der Ganzkörperpanzerung dar. Er bietet Schutz wie keine andere Rüstung und belastet dabei aber nicht so sehr. Eine Rüstung habe ich noch, die passt jedoch nicht ganz in das Raster leicht, mittelschwer und schwer. Das liegt daran, dass der Kettenpanzer je nach System entweder als mittelschwer oder als schwer gehandhabt wird. In allen Fällen schützt der Kettenpanzer aber weniger als die Plattenrüstung, was auch der Realität entspricht. Was die Fantasy-Systeme dabei jedoch unterschlagen, ist, dass Kettenpanzer nicht weniger Belastung darstellen als ein Vollharnisch. Ein vollständiger Kettenpanzer, bestehend aus dem gesamten knielangen Hemd mit Fäustlingen, Beinlingen, Kapuzen und Helm, das Ganze wiegt ungefähr 25 Kilo. Also genauso viel wie ein leichter Vollharnisch. Zusätzlich haben wir beim Kettenpanzer wieder das Problem, dass das Gewicht nicht optimal verteilt wird. Der Großteil des Gewichts liegt nämlich wie ein nasser Sack auf den Schultern des Ritters. Der Gürtel unterstützt zwar ein wenig, kann aber auch nicht die gesamte Last aufs Becken verteilen. Somit belastet der Vollharnisch also eigentlich sogar weniger als ein Kettenpanzer. Das Fantasy-Genre wirft also verschiedenste Rüstungen aus unterschiedlichsten Epochen und Regionen in einen Topf. Wir haben römisch-antike Rüstungen, Rüstungen aus Byzanz vom 7. bis zum 12. Jahrhundert, Rüstungen quer durch das europäische Mittelalter und auch noch Rüstungen aus der frühen Neuzeit. Jetzt haben wir uns aber genug beschwert, ich wollte ja einen Vorschlag zur Güte machen und den schauen wir uns jetzt an. Wenn wir jetzt versuchen, die Rüstung des 13. Jahrhunderts in das typische Fantasy-System einzugliedern, ist das natürlich auch nur ein Kompromiss. Hundertprozentige historische Genauigkeit erreichen wir damit nicht, aber wir können uns ein gutes Stück daran annähern. Wenn wir mit der leichten Rüstung beginnen, können wir einen Blick auf die Infanterie des 13. Jahrhunderts werfen. Über die wissen wir leider nicht so viel wie über Ritter, allerdings liefern Bildquellen wie die Kreuzfahrerbibel ganz gute Anhaltspunkte, wie wir uns die Infanterie vorstellen dürfen. Die tragen dort nämlich allesamt eine Form von Textilrüstung. Ob ihr die jetzt Gambeson oder Aqueton nennen wollt, ist relativ egal. Eine einheitliche zeitgenössische Bezeichnung gibt es da eigentlich nicht wirklich. Ich nenne sie gerne Wams, weil das eine Bezeichnung ist, die sich in zeitgenössischen deutschsprachigen Quellen finden lässt. Wir wissen auch nicht, was die Infanteristen unter diesen Textilpanzern getragen haben. Möglicherweise ein Kettenpanzer, richtig ausschließen kann ich das nicht. Die meisten aus der Szene gehen jedoch nicht davon aus und auch ich halte es für unwahrscheinlich. Bei den Rittern sieht man nämlich dann doch gelegentlich auch mal, was sich unter deren Rüstung befindet. Hätte es da was bei den Infanteristen gegeben, wäre das bestimmt auch bei dem ein oder anderen angedeutet worden. Im 13. Jahrhundert können wir noch davon ausgehen, dass das Wams den Grundschutz der Kämpfer darstellte. Es wurde von den Infanteristen als Einzelrüstung und von den Rittern als Ergänzung zum Kettenpanzer getragen. Wir könnten also sagen, dass Wams kann als leichte Rüstung des 13. Jahrhunderts herhalten. Wir sollten jedoch nicht denken, dass eine Textilrüstung gar keine Einschränkung wäre. Ein Wams ist dick und wiegt auch ein bisschen. Hundertprozentig uneingeschränkt ist man darin also eigentlich nicht mehr. Der Kettenpanzer war die am weitesten verbreitete Rüstung der Ritter des 13. Jahrhunderts. Wie ich bereits erwähnte, waren die Ritter zu dieser Zeit von Kopf bis Fuß mit Eisenringen bedeckt. Dieser Kettenpanzer kann als mittelschwere Rüstung dienen. Der über dem Wams getragen wird, ist er mit sehr großer Sicherheit schwerer als das Wams allein und schränkt auch mehr ein.
Wirklich unbeweglich waren die Ritter darin jedoch nicht, weil die Ringe durch ihre Flexibilität viel Spielraum lassen. Mehr Schutz bietet die Rüstung auf jeden Fall, auch da ja der Schutz des Wamses noch durch eine zusätzliche Schicht Eisenringe erweitert wird. Aber uns fehlt noch eine schwere Rüstung und es gibt tatsächlich noch etwas, das wir auf den Kettenpanzer draufsetzen können. Der Plattenrock kam um die Mitte des 13. Jahrhunderts auf und war eine Art ärmellose Weste, an deren Innenseite Eisenplatten genietet waren. Diesen Rock zogen die Ritter über den Kettenpanzer. Die Rüstung bestand also nun aus Wams, Kettenpanzer und Plattenrock. Die Eisenplatten bedeuteten zusätzliches Gewicht und schränkten möglicherweise auch die Beweglichkeit ein wenig ein, da die Eisenplatten noch recht groß waren und nicht so ergonomisch geformt waren wie beim vollständigen Plattenharnisch. Diese drei Arten sich zu rüsten, also nur Wams, Wams und Kettenpanzer, sowie Wams, Kettenpanzer und Plattenrock, existieren im 13. Jahrhundert nebeneinander. Wir können sie also durchaus als leichte, mittelschwere und schwere Rüstung verwenden. Damit haben wir pro Rüstungsklasse aber nur eine Rüstung. Da ist das Fantasy sonst sehr viel diverser. Deswegen habe ich ja versprochen, am Ende noch ein paar Überlegungen mit euch anzustellen, wie wir für ein wenig mehr Vielfalt sorgen könnten. Im Mainzer Evangeliar gibt es eine Darstellung eines Kämpfers, der lediglich einen Eisenhut und eine Kettenkapuze mit einem etwas längeren Latz und ansonsten nur normale Kleidung trägt. Ich kann euch das Bild aufgrund etwas kruder Urheberrechtsbestimmungen am Digitalisat zwar nicht zeigen, aber ich habe das passende Folio unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt da einfach mal drauf und schaut euch in der obersten Miniatur die Figur ganz rechts an. Diese Form von ganz einfacher Metallpanzerung könnt ihr ja als Variante für leichte Rüstungen nutzen. Der Dichter Jan van Helu beschreibt in seiner Reimchronik aus dem Ende des 13. Jahrhunderts eine besondere Art von Ausrüstung. Dort treten im Vers 6250 nämlich Kämpfer auf, die einen Wams mit Platten, also der mittelalterlichen Bezeichnung für Plattenrock, kombinieren, ohne Kettenpanzer. Das könnte eventuell eine Variante für eine mittelschwere Rüstung sein. Einen Link zur Übertragung der mittelniederländischen Chronik packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Eine einfache Möglichkeit, für mehr Vielfalt zu sorgen, wäre die Kombination dieser drei Rüstungstypen mit den verschiedenen Helmen des 13. Jahrhunderts. In dieser Zeit haben wir vier Helmtypen, die besonders häufig vertreten sind. Zuerst wäre da die Hirnhaube, die ein schlichter, runder Helm für den oberen Teil des Kopfes ist. Sie bietet am wenigsten Schutz, gehörte aber auch weniger zu den Haupthelmen. Was das bedeutet, erfahren wir gleich. Als nächstes wäre da der Eisenhut, der schon etwas mehr Schutz bietet. Er hat eine breite Krempe, die vor Angriffen von oben schützt. Die Kämpfer im Mainzer Evangeliar tragen allesamt Eisenhüte. Die dritte Form ist der Topfhelm. Dieser umschließt den Kopf vollständig und schränkt damit das Sichtfeld weitaus mehr ein als die drei anderen Helmtypen. Dafür bietet er aber auch mehr Schutz. Bei den Topfhelmen gehen wir davon aus, dass diese nur auf dem Pferd getragen wurden. Wenn die Ritter im Ansturm sind, brauchten sie kein allzu großes Sichtfeld, dafür aber den Schutz. Sobald die Ritter nicht mehr zu Pferde kämpften, legten sie den Topfhelm ab. Darunter befand sich dann die Hirnhaube, die zwar weitaus weniger Schutz, dafür aber ein besseres Sichtfeld bot. Außerdem ist sie immer noch besser als gar keinen Helm zu tragen. Der vierte Helmtyp ist zu dieser Zeit eigentlich schon etwas älter, wird aber trotzdem noch getragen. Der Nasalhelm bietet durch das namensgebende Nasal mehr Schutz als eine Hirnhaube, hat aber keine Krempe wie der Eisenhut. Ob jetzt der Nasalhelm oder der Eisenhut wirklich besser sind, kann ich nicht genau sagen. Vermutlich kommt es hier auf den Anwendungsfall an. Das Nasal schützt vor Angriffen von vorne, die Krempe vor Angriffen von oben. Ich bin mir sicher, wenn ihr eurer Kreativität freien Lauf lasst, fallen euch noch mehr Möglichkeiten ein, wie wir das typische dreigeteilte Fantasy-Rüstungssystem historischer und trotzdem noch vielfältig gestalten können. Schreibt eure Ideen gerne in die Kommentare. Falls ihr euch interessiert, welche weiteren Details aus dem Fantasy noch so eigentlich nicht ins Mittelalter gehören, schaut doch mal hier vorbei. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr das nächste Video über Kriminalität im Mittelalter nicht verpassen wollt. Ich freue mich, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.